Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Kanal besteht schon sehr zu großen Teilen, glaube ich, aus solchem Content und jetzt bald wieder mehr. Wir werden nämlich umziehen und das schon ziemlich bald. In 3 Tagen bekommen wir unseren neuen Schlüssel. Hier in der Wohnung hat sich tatsächlich noch nicht so viel getan, das ist halt echt wild, da wir, wie gesagt, in 3 Tagen den Schlüssel kriegen. Wir haben, glaube ich, schon 3 Kisten gepackt. Was haben wir noch gemacht? Ich habe Putzzeugs gekauft, also nochmal ein paar Lappen, endlich mal einen ordentlichen Putzeimer und ja, so ein Kram. Und wir haben 3 große Säcke mit so Zeugs wie Kissen und sowas gepackt, das war's. Ja, viel Spaß mit dem Video. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. So, die ersten Umzugseindrücke habe ich schon aufgenommen und habt ihr schon gesehen. Ja, unser Geschirrspüler ist gerade abgeholt worden, den habe ich heute inseriert und die hätten auch theoretisch sofort vorbeikommen können. Also ich glaube, die haben 1,5 Stunden, nachdem ich es inseriert habe, geschrieben und hätten dann, glaube ich, 1,5 Stunde später schon da sein können. Wir waren aber dann nochmal unterwegs, deswegen haben die ihn jetzt erst abgeholt. Also 1/2 Tag später, das ist echt krass. Der hatte 22 Aufrufe und 7-mal wurde der mit so Herz markiert bei Kleinanzeigen. Richtig verrückt. Ja, ansonsten haben wir heute mal ein paar unwichtige Sachen in Kisten gepackt und bekommen morgen den Schlüssel tatsächlich schon. Genau, aber so jetzt morgen wird dann erstmal, glaube ich, ganz viel sauber gemacht und ausgemessen und natürlich eine Ladung hingefahren, weil eine Leerfahrt wäre halt irgendwie dumm. Ich werde jetzt mit meinem Känguru, mit Karls Känguru, koordinieren, was alles in die Autos muss für morgen. Für dann, wenn wir den Schlüssel kriegen und die erste Fahrt machen. Und dann ist auch schon der Tag zu Ende. Also wir haben heute richtig viel, vor allem sauber gemacht. Die Spülmaschine lief so oft. Jetzt gerade bevor die Leute die abgeholt haben, 5 Minuten vorher habe ich die noch schnell ausgeräumt. Die war also jetzt noch warm und nass. Neuer Umzugstag. Ich habe gerade 4 Stunden gearbeitet. Das ist übelst wild, einen 1/2 Tag Urlaub zu haben. Also in 4 Stunden schafft man nichts. Man fühlt sich richtig komisch, wenn man nach 4 Stunden aufhört zu arbeiten. Oh, wenn man sonst Vollzeit gewöhnt ist. Und es ist also gefühlt, es ist jetzt gerade noch früh am Morgen. Ich habe jetzt gerade, also in meinem Gefühl habe ich halt gerade 2 Stunden gearbeitet und gehe jetzt. Ich muss irgendwie mal hier durchklettern. Hier sind überall Müllsäcke mit Klamotten drin. Hilfe. Ja, jetzt gibt es gleich den Schlüssel in ein paar Stunden. Bis dahin muss ich jetzt erstmal noch schnell was essen. Hier ist also, na, so sieht es aus, wenn man umzieht. Ich muss jetzt schnell was essen und ich... Hello, wusstest du, dass ich ein Video drehe? Schon seit ein paar Tagen. Wir müssen die Autos packen und uns generell irgendwie ein bisschen ranhalten, weil wir sehr eng getaktet haben. Ja, wir haben vor vielleicht 1 Stunde oder so den Schlüssel für unsere neue Wohnung bekommen und ich habe schon 2 Räume grundgereinigt, einfach aufgrund dessen, dass wir ja schon Zeug im Auto haben und mir ist wichtig, weil dass wir schnell Zeug hochtragen können. Dafür müssen aber die Räume sauber sein. Ich bin jetzt nochmal hier im Schlaf- und Arbeitsbereich und filme das jetzt nochmal so. Hallo Karl. Also ich stehe jetzt hier wirklich in der Ecke. Hallo. Ich glaube, man sieht dich nicht, es ist übelst dunkel. So, das ist natürlich super, dass ich jetzt hier angefangen habe. Eigentlich hätte ich ungefähr da anfangen müssen. So, nächster Raum. Ich laufe jetzt hier nochmal, komme jetzt nochmal hier aus der Ecke. Karls Zimmer. Dann gehen wir doch mal ins Badezimmer. Ja, hier im Badezimmer. Ach, ich filme das auch am besten von hier hinten. Das ist übrigens äußerst wundervoll. Ja, wir haben eine Badewanne und hier hinten stehen Waschmaschine und sowas. Wir haben auch einen Spiegel, was ich ja äußerst praktisch finde, dass man nicht sich irgendwie am Anfang die ganze Zeit nicht sehen kann. So, das hier ist der verwinkelte Flur, der unglaublich viele Ecken hat. Und jetzt aufgeräumt werden muss, wenn ich zurückschleppen muss. Na, wir räumen einfach alles zur Seite. Du musst ja nur ins Kinderzimmer.
So, hier ist wie gesagt die Eingangstür, wo ich eigentlich hätte anfangen sollen, der Ordnung halber, und hier rüber gehen wir gleich. So, hier sieht es immer noch ein bisschen chaotisch aus. Was ich euch noch zeigen wollte, hier ist so ein Schrank über der Eingangstür. Das ist von den Vormietern, der ist ziemlich groß, da passt ziemlich viel rein, das finde ich sehr, sehr gut. So, und jetzt können wir hier gibt es einen Rundgang. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Diese Tür werden wir aber von innen zustellen, weil man halt eben auch noch aus der anderen Richtung dahin kommt. Rums, oh. Oh. Hier geht es in die Küche und ziemlich sicher werden wir hier was hinstellen. Ich. Damit wir hier einfach noch mehr Stellfläche haben. Dann haben wir hier eine Küchenecke plus einen wunderschönen Tresen. Und hier wird eine Küchenzeile stehen und hier, weil also mindestens bis hier oder sowas. Und dann habe ich gedacht, dass hier der Kühlschrank stehen wird. Und dann ist hinter dem Kühlschrank ja noch so viel Platz und dann könnte man hier hinten, also da dahinter Kram stellen, so, weiß ich nicht, Abstellkammermäßig. Genau, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Ich filme jetzt mal so rum. Das ist eigentlich ziemlich cool. Hier ist die andere Tür. Dann befinden wir uns hier in einem äußerst großen Wohn-Ess-Alles-Bereich. Hier mit Zugang zum Balkon, der jetzt auch nicht unbedingt klein ist, aber ich kann hier echt nicht viel filmen. Ja, und das ist irgendwie also schon ein bisschen surreal, dass es jetzt so schnell alles geklappt hat. Genau, das war's. Karl liegt schon in seinem Zimmer, kriegt gleich Spielzeug. Hello. Ich hab dich trampeln gehört. Broken, I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong. Umzug Tag 2 und wir waren heute bei IKEA und haben von der Menge her gar nicht so viel gekauft. Also dafür, dass es nur so wenig Sachen waren, war es schon teuer. Zum Beispiel haben wir ein neues Bett für Karl gekauft, wo ich überhaupt nicht mehr erklären kann, wo der Preis herkommt. Aber ist jetzt halt so. Wir werden heute noch Kisten packen und die Autos vollpacken. Every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. To be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. So, Umzug Tag 3. Ich habe übelst trockene Lippen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nicht wundern, es sieht sehr schmerzhaft aus, geht gerade. Aber falls ihr einen Tipp habt, was ich dagegen noch tun kann, außer eincremen, oder mit was ich eincremen kann, irgendein Wundermittel, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oh. So ist das Licht auch besser. Hier ist Spider-Man. Und dein Auto. Ja. Genau, wir sind gerade seit ein paar Minuten wieder in der neuen Wohnung. Tim kommt gleich. Ich habe gerade mal eben meine Fähigkeit, Scheiße zu parken, genutzt und habe so eine Parklücke, wo zwei Autos reinpassen. Da habe ich mich genau in die Mitte gestellt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendjemand mit so einem kleinen Mii oder sowas hinter und vor mich quetscht.
sodass dann, wenn Tim gleich da ist, ich dann einfach vorfahren kann und er auch mit da reinpasst. Es ist super warm draußen, aber hier drinnen nicht. Die Wohnung ist sehr gut gedämmt. Ich habe gerade so ein richtiges Mittagstief. Ich chill hier am Tresen und esse was und warte auf Tim. Seht ihr übrigens diese schönen Leisten da? Ich finde die richtig, richtig schön. Die sind nicht in jedem Raum, aber fast. Oh, ich sehe heute richtig fertig aus. Meine Haut hat auch gerade keinen Bock mehr auf die ganze Sonnencreme und alles. So sieht es aus, wenn man die Küche plant wie im Camper mit so Klebeband. Es ist ein echt krasser Aufwand, ich sag mal so. Also ich muss mir halt echt die Dinge vorstellen, die nicht da sind. Und da, ich habe echt überhaupt keinen so 3D-Vorstellungsvermögen. Deswegen klebe ich das jetzt alles so. Hier wird ein Schrank hinkommen von Ikea, so ein Unterschrank mit 3 Schubladen. Ich habe mir immer einen Schrank mit Schubladen gewünscht in der Küche, damit ich so Ramsch so reinwerfen kann, so Plastikzeug. Hier kommt unser neuer Geschirrspüler, der ist schon bestellt, der wird nächste Woche geliefert. Hier wird so ein Eckschrank, Unterschrank sein mit so einer eckigen Tür, die dann irgendwie so verrückt aufgeht, keine Ahnung. Da rein wird ein ausziehbarer Mülleimer so schräg kommen und rechts und links davon kann Kram gelagert werden. Und hier wird auch schräg das Waschbecken reinkommen. Hier steht der Herd und dann werden wir diese Tür hier zustellen und hier den Kühlschrank hinstellen. Der braucht ja Platz, um seine Türen so zu öffnen. Die sind ja ziemlich groß. Und hier in die Ecke kommt aller möglicher Kram. Da sind jetzt diese Dinge hier, sind halt blöd positioniert, aber es passt jetzt einfach so am besten. Und das wird dann so mit, was weiß ich, Pfandlager und der Staubsauger und was weiß ich. Genau. Und wegen den Hängeschränken und sowas, also hier kommt irgendwie die Abzugshaube hin, aber ansonsten will ich den Rest erst planen. Wir haben hier übrigens, habt ihr das schon gesehen, so eine hässliche Holzleiste. Den Rest hier oben will ich erst planen, wenn die Schränke hier unten stehen. Sonst geht es nicht in meinen Kopf, also keine Ahnung. Ja, so sieht es hier nämlich jetzt schon aus. Ziemlich gut was los. Hier ist auch schon das erste neu gekaufte Küchenteil. Das wird die Schrankfront für die Spülmaschine. Ja, aber bis wir hier im Schlafzimmer... Ach, und die Dunstabzugshaube ist neu. Aber bis wir hier im Schlafzimmer irgendwas einrichten können, wird noch ein Stückchen dauern. Wir hatten für heute wieder ein straffes Zeitprogramm. Es ist übrigens wunderschön, dass hier übel viel Geschirr steht, weil wir haben gerade keinen Geschirrspüler. Und wir stehen jetzt auch nicht so auf Abwaschen, deswegen haben wir eigentlich einen Geschirrspüler. Aber ich habe heute eine E-Mail bekommen, dass der neue Geschirrspüler verschickt wurde. Ja, wir hatten ein richtig straffes Zeitprogramm, aber wir haben das heute früh kurzfristig geändert. Tim war erst nicht so begeistert, als ich dann gesagt habe, er soll jetzt bitte im Bett liegen bleiben, schlafen. Und auch Karl soll auch schlafen. Karl hat, glaube ich, bis 9:30 geschlafen oder sowas. Und da werden wir jetzt heute nicht in die neue Wohnung fahren, sondern hier erstmal in Ruhe noch packen und dies und das. Einfach so ein bisschen diesen Zeitdruck und Stress rausnehmen. Wir haben jetzt zwar für diese Woche halt ein größeres Auto, also wir haben den Cupra und noch ein größeres Auto, was wir halt am Sonntag wieder abgeben. Aber der Punkt ist halt einfach dann, also was wir bis dahin nicht geschafft haben, haben wir bis dahin halt nicht geschafft. Fertig. Das machen wir halt einfach mal anders. Wir haben 2 Monate Zeit zum Umziehen. Es ist gar kein Stress. Wir können das jetzt alles super entspannt angehen lassen. Und ich merke halt echt, dass es auch körperlich anstrengend ist. Und der Punkt ist halt, beim letzten Umzug mussten wir immer nur richtig kurz fahren zwischen den 2 Wohnungen. Und jetzt ist es einfach nicht mehr so, dass man ganz kurz fährt und dann ist man gleich da. Sondern es ist immer diese Hinfahrt, diese Rückfahrt. Dann dieses normale Umzugs-Action hier, diese Umzugs-Action dort. Übel viel putzen, Treppen hochlaufen, Treppen runterlaufen. Beim letzten Umzug hatten wir zum Beispiel einen Fahrstuhl. Dies und das, also es ist halt so, keine Ahnung. Und man wird auch nicht jünger. Dann arbeite ich aktuell ja nebenbei. Also diese Woche habe ich nur in Teilzeit gearbeitet, aber trotzdem ist es übel, also stressig halt. Und deswegen machen wir es jetzt langsam. Ich habe nächste Woche nämlich 3 von 5 Tagen Urlaub. Das ist schön. Und in der Zeit können wir auch nochmal ein bisschen was machen. Dann mieten wir uns einfach nächste Woche nochmal einen Transporter für 2 Tage oder sowas.
und machen das jetzt alles langsam. Wir haben ja auch noch normale, also wir haben noch normale Termine und sowas. Tim hat heute Abend einen Termin, ich habe morgen Vormittag einen Termin, die liegen halt alle blöd, sodass man halt echt gucken muss, wann fahren wir in der Wohnung und wann nicht. Aber ja, nicht zu sehr stressen, soll ja auch noch Spaß machen. Ja, auch das hier gehört zum Umzug. Und das hier auch. Es war halt super dumm, den Geschirrspüler zu verkaufen, bevor der neue da ist. Aber ich habe vorhin den Lieferzeitpunkt gesagt bekommen. Und ich habe Küchenmöbel bestellt. Endlich einen Schrank mit Schubladen. Und zwar mit 3 Schubladen, sogar einer großen und 2 kleinen. Vielleicht haben wir dann auch irgendwann mal ein Besteckschubfach statt so einem hängenden irgendwas. Wobei ich diese Lösung halt auch super cool finde. Ja, also heute ist ganz anders verlaufen als gedacht. Hier brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Hier fehlt bis jetzt die Spülmaschine. Und ansonsten nur Inhalt von, ja, hier lagert die Wäsche und hier sieht es aus wie Sau. Aber was ich sagen wollte, hier fehlt Inhalt vom Regal. Hier oben fehlt Inhalt vom Regal. Hier drin ist schon ein bisschen was ausgeräumt, ansonsten ist die Küche noch ziemlich gut vollständig. Hier ist natürlich jetzt ein bisschen weniger los. Der Tisch und die Stühle sind weg und hier fehlt auch ein Schreibtisch und der große Schreibtischstuhl. Ja, wir haben keine Sofakissen mehr, weil die mussten schon als Polster herhalten. Auf dem Balkon gibt es auch nur noch diese Sitzbank, der Tisch und die 2 Hocker sind weg. Was war denn hier noch alles? Ich frage mich gerade, was hier noch so alles war. Ja, mein Brautstrauß steht hier. Im Schlafzimmer ist schon, ja, ist auch Chaos, aber ist schon einiges weg. Also hier stand ja ein Schrank, der ist weg. Und hier stand unser Nachtschrank, der ist auch weg. Meinen improvisierten Schrank habt ihr bestimmt schon gesehen. Ich habe aus so Bananenkartons, so hier, die ich so hingestellt habe, habe ich einen Schrank gebaut. Den finde ich eigentlich ziemlich nett. Hier ist tatsächlich noch Zeug, was nicht hierher gehört, das steht nur jetzt gerade da, weil wir vorhin ein bisschen Platz brauchten. Genau, dann schauen wir mal hier. Also, der Tisch ist weg, die Kinderküche ist weg, das Regal plus die Boxen sind weg. Hier im Schrank ist übel viel schon weg und hier oben liegt, das sieht aus wie ein Truthahn. Hier liegt das Känguru mal wieder. Ja, ansonsten seht ihr schon, also es ist echt alles sehr kahl schon geworden. Und tatsächlich ist im Bad noch nichts weg, denn diese Badmöbel, hallo nochmal, denn diese Badmöbel werden verkauft, die passen von der Größe her nicht in das neue Bad rein. Und deswegen stehen jetzt alle noch da, die sind schon bei eBay drin, hat bis jetzt noch keiner gekauft. Die hier müssen dann später noch umziehen, also wenn wir das große Auto gemietet haben. Und ja, also Bad ist halt wirklich, da ist sogar in den Schränken noch alles. Also hier sieht es wirklich aus wie ganz normal. So, wie versprochen, zeige ich euch jetzt mal das Kinderzimmer, wie es jetzt bis jetzt so aussieht. Dafür muss ich aber mal hier rüber gehen. Auch hoch? Oh, ich würde sagen, hier steht ein schickes Hochbett. Was liegt denn da oben? Was liegt da? Ja, was liegt da? Ich würde tendieren jetzt dazu, dass das Kallax-Regal von Karl hier so steht, dass man von hier aus praktisch Sachen da reintun kann. Können wir gleich testen, weil das ist schon da. Und dann kommt hier unten irgendwie der grüne Teppich hin und hier kommt sein Schrank hin. Dann müssen wir alles mal noch ein bisschen zurechtrücken. Hier ist schon das Kallax-Regal und ein paar von den Fächern. Hier ist der grüne Teppich. Habe ich euch schon unsere... Wow, ich kann theoretisch sogar aus dem Fenster filmen. Man sieht halt einfach nichts. Ich zeige euch aber die Gardine nochmal aus der Nähe, weil die ist wirklich schön.
Die haben wir jetzt neu gekauft. Sieht man auch noch, die hat noch ihre Falten. Die ist von Ikea, gefällt mir super, super gut. Ja, bei Karl ist auch eine neue Gardine. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Das ist eine richtige Verdunklungsgardine. Also draußen ist hell und ich halte die jetzt hier, ne? Also ja, und die passt halt von ihrer Farbe her super hier dazu. Will den Leuten auch zeigen, dass ich hier oben bin. Ich habe doch bei der Roomtour dieses Ding hier oben gezeigt und dass da was drinne war. Und wir haben das jetzt herausgeholt und mussten feststellen, dass es sich hierbei um ein Hochzeitskleid handelt. Ist das nur eins? Mhm. Ach du Scheiße. Ist das schön? Man sieht halt nicht so viel. Das ist sauber, oder? Das ist gereinigt. Sauber gemacht, ja. Ach du Scheiße. Mami, willst du das haben? Ich habe mich gewundert, das hat sich angefühlt wie von der Stadtbuschel hier unten, der Reifen drin. Und das ist der Reifrock, oder? Ja. Also ich weiß nicht, wie man sein Hochzeitskleid vergessen kann, wenn man irgendwo auszieht. Wir haben jetzt mittlerweile mal unseren Esstisch aufgestellt. Und Herbert hat, glaube ich, hier echt übel viel zu tun in der großen Wohnung. Hier ist jetzt super wohnlich. Es sieht übelst eng aus und der Weitwinkel verzerrt auch alles. Aber es ist super gemütlich, wirklich. Also hier in dem Regal fehlen jetzt natürlich noch Schubfächer, die können wir beim nächsten Mal mitnehmen. Aber Karl sollte ja auch noch in der anderen Wohnung ein bisschen Spielzeug haben. Hier steht jetzt der Schrank, erstmal noch ohne Rückwand, die müssen wir dann noch anbringen. Aber die Decken hier sind viel höher als in der anderen Wohnung. Das heißt, hier können wir schön noch was draufstellen, wenn denn nötig. Genau, hier steht jetzt erstmal sein Tisch. Und er hat noch ein Bücherregal, das wird wahrscheinlich hier halt angeschraubt. Also so ein hängendes Bücherregal. Genau, hier unten. Diese Teile stehen mal hier drauf, damit der Teppich, also ich habe den halt gerollt und dadurch ist der jetzt ein bisschen verbogen. Diese Teile kommen dann noch in die Ecke und dann kann man hier unten, also will ich halt so eine richtig schöne Kuschelecke für ihn machen. Und zwar mit, also so einem wie so ein Sofahocker. Und diesen Sofahocker, der wird dann hier stehen und mit Kissen und sowas, richtig gemütlich. Und auch so dieses Hängeding. Das Hängeding, diesen Betthimmel, den habe ich überlegt, ob wir den hier drüber hängen, weil hier ist halt genug Platz. Müssten wir halt mal ranhalten, mal gucken. Neuer Tag, neue Mission. Wir räumen gerade unseren Keller auf. Okay, Karl ist ein Dieb, der ins Gefängnis hier scheinbar geht. Und wir sind hier echt am... Also, hier ist wirklich nur noch ein Drittel drin von dem, was hier mal drin war. Es sieht super chaotisch aus. Aber eigentlich haben wir ein richtig gutes System. Heute wurde unser neuer Geschirrspüler geliefert. Ich zeige den euch jetzt mal. Wir haben den tatsächlich angeschlossen, auch wenn es ein Einbaugeschirrspüler ist. Man sieht das natürlich sehr gut, dass er, also hier sieht man sogar das Wasser langlaufen, dass er nicht dafür gedacht ist, so dazustehen. Aber wir hatten echt einfach gar keinen Bock mehr. Das ganze Waschbecken war voll und es hätte alles abgewaschen werden müssen. Und so einen Geschirrspüler anzuschließen, geht ja jetzt immer super schnell. Da unten ist sogar noch sauberes Geschirr. Und da es ein Einbaugeschirrspüler ist, ist es so, dass er natürlich nicht sehr stabil steht, weil er ja nirgendwo festgeschraubt ist. Und das Lustigste ist halt einfach dadurch, dass er noch keine Möbelfront vorne dran hat, klappt die Tür halt immer so zu, weil dieser Zugmechanismus von der Tür ist natürlich auf die Stärke ausgelegt, die er haben muss, wenn da vorne so eine 8 Kilo Möbelfront dran ist. Deswegen klemmt da jetzt hier auch dieses Ding dazwischen, weil wenn er einmal zugeschnappt ist, kriegst du ihn fast gar nicht auf, weil hier ist es auch kein Griff dran. Also es ist wirklich das optimalste Arbeit mit dem Ding, vor allem wenn man das befüllt. Entweder kippt er nach vorne oder diese Tür versucht einen irgendwie zu erquetschen, also macht super viel Spaß, aber wenigstens ist unser Geschirr jetzt wieder dadurch sauber. Wir mussten jetzt natürlich improvisieren. Dadurch, dass hier bis jetzt ja ein 45er Spüler stand und daneben dieser 60 cm Schrank und jetzt haben wir hier einen 60 cm Spüler, musste der Schrank jetzt weichen, aber wir konnten ihn zum einen nicht ganz rausnehmen, weil die Arbeitsplatte ja sonst sich nach unten gebogen hätte und irgendwie, wer weiß, ob die abgebrochen wäre. Und vor allem ist da ja noch übel viel Zeug in dem Schrank. Deswegen haben wir einfach die Schranktür abgemacht, das ist wie so ein Regal jetzt so rum dahingestellt. Das war halt mein Plan und das hat auch eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert.
Ja, und jetzt haben wir wirklich also Next Level improvisierte Küche, würde ich mal sagen. Hier sind unsere Hängeschränke. Hier hinten ist das Regal zum Beispiel verschwunden. Mikrowelle ist auf jeden Fall noch in Betrieb. Ja, und hier unsere seltsame Konstruktion. So, wir haben jetzt ein Medium, naja, mehr oder weniger funktionierendes Fliegengitter. Geh mal rein. Mach mal so, als wenn du ganz normal reingehst. Nee, nicht so. Du musst es schon so aufmachen, genau. Und dann muss es eigentlich von selbst wieder zusammengehen. Das ist das, was ich meine. Warte. Was aber ein bisschen besser funktioniert, ist unser neues Bad Rollo, was wir gerade eben noch gekauft und auch angebracht haben. Hallo? Der Punkt war, dass man im Bad halt wirklich alles sehen konnte. Du sitzt da auf dem Klo und von drüben können halt die Leute gucken. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich finde das. Weil ich das nehmen kann, heißt das auch, dass ich nicht da rankomme. Ja, schwierig, deswegen, ne? Kann ich das haben. Ich brauch das. Stopp. Super. Ich finde das Rollo, also es ist halt schlicht. Anfangs war ich irgendwie dagegen, weil das halt so ein Standard-Rollo ist, was jeder hat. Aber es ist, glaube ich, ganz praktisch. Jetzt müssen nur noch diese hässlichen Dinge hier ab. Da hatte ich bis jetzt immer ein Handtuch reingeklemmt, damit man wenigstens nicht also voll auf dem Präsentierteller sitzt. Ich habe jetzt hier mal für so, ich sag mal, eine Grundstruktur gesorgt. Bisher war ja immer das Schlafzimmer der Lagerort für alles, aber da jetzt demnächst ja große Möbel kommen, musste ich jetzt ein bisschen Platz schaffen. Und jetzt sieht man auch ein bisschen mehr Struktur in allem. Und zwar wird hier drüben der große Kleiderschrank stehen. Ich habe jetzt noch nicht gemessen, ob der jetzt hinpasst. Die Kisten können ansonsten weg. Das hier sind Sachen, die bei Karl ins Zimmer müssen, die aber jetzt einfach noch nicht eingeräumt werden können oder also aus irgendeinem Grund noch nicht dort sind. Wobei ich heute schon zwei Kisten ausgepackt habe. Hier wird der zweite Schreibtisch stehen. Das ist hier sozusagen als Abteilung, ist, dass wir nicht wirklich so übel nah aneinander sitzen, weil das war immer so ein bisschen eng. Genau, hier steht Zeug, was im Schlafzimmer bleiben wird. Hier wird dann so ein Raumteiler hinkommen, also der kommt aber erst, wenn alles andere drin ist, deswegen konnte ich jetzt diese Ecke hier vollstellen. Hier wird das Bett stehen und der Nachtschrank wird auch da stehen und der steht schon genau so, wie er eigentlich stehen wird. Ich habe halt abgemessen hier, das ist, kommt die von dem Bett die komplette Breite. Das heißt, der steht, also es ist super für mich, für die Vorstellungskraft, dass er schon richtig steht. Und deswegen habe ich jetzt erstmal hier den Rest hingetan. Genau, und ansonsten ist hier nämlich jetzt leer und nicht mehr so das ganze Gerümpel da. Und hier habe ich jetzt auch schon ein bisschen vorbereitet. Also der Plan ist, dass die Kommode, wo das hier drei Schubfächer von sind, dass die hier steht. Und dann ist hier halt erstmal frei. Und hier in der Küche, die Küche wird ein bisschen später eingerichtet, erst nachdem große Möbel da sind. Deswegen ist jetzt das Küchenzeug schon mal in die Küche gekommen, auch wenn wir hier dann wieder Platz brauchen. Aber die müssen auch gleich noch in die Küche. Und jetzt werden wir demnächst mal im Baumarkt fahren. Ich will nämlich hier die Farben so irgendwie in die Richtung haben. Und dann müssen wir erstmal Farbkarten besorgen. Und ansonsten brauchen wir noch was, um dahin diese hässlichen Fliesen abzudecken. Das Kinderzimmer ist komplett auseinandergebaut. Der Schrank steht jetzt hier in Teilen. Und hier sind noch Schienen. Und ja, Karl hat noch Bücher und Zeitschriften, sein Känguru, Lego, Playmobil, das ist jetzt das Bett und das ist jetzt der Kleiderschrank und die Regale machen wir später ab, also das eilt jetzt nicht, das bleibt auch erstmal noch hängen, genauso wie diese Leiste und hier und seine Lampe kann auch erstmal noch dranbleiben, weil er kriegt sowieso eine neue, genau, und jetzt ist das Zimmer hier soweit fertig und bereit für den großen Umzug in 2 Tagen. So sieht mittlerweile unsere Küche aus, tatsächlich äußerst professionell eingerichtet. Und die Sachen, die jetzt hier raus sind, steht einmal hier unser Kühlschrank ohne Türen, wodurch er wirklich viel leichter ist. Hier sind die ganzen, ist der ganze Zubehör, da unten liegt ein Känguru, was irgendwie immer die seltsamsten Sachen macht, wenn ich filme.
Ja, und hier befindet sich unsere Arbeitsplatte. Genau, hatten wir noch irgendwas? Da drüben habe ich schon gezeigt, ja, hier sieht es halt überall aus wie Sauna. Also ich glaube, da kann man jetzt halt auch wirklich nichts mehr gut machen. Aber wenigstens haben wir schon mal angefangen, hier sauber zu machen, weil unterm Kühlschrank, das ging gar nicht. Guten Morgen, einen Tag vor dem Hauptumzug. Und heute früh lief wieder richtig chaotisch ab. Es ist auch noch übelzeitig. Karl schläft noch. Ich habe ihm jetzt eine Brotbüchse gemacht. Und ja, heute ist meine To-Do-Liste super lang. Erstmal arbeite ich heute 8 Stunden ganz normal. Muss natürlich Karl wegbringen und holen. Dann habe ich gestern Abend gesehen, dass Karl und ich heute einen Zahnarzttermin haben. Das also passt wirklich super in unseren Zeitplan nicht. Dann muss ich noch zu Bauhaus. Ich möchte morgen, wenn ich den großen Sprinter hole, unsere neue Arbeitsplatte holen, weil die wird halt so groß sein, dass die morgen mit dem Sprinter transportiert werden muss. Aber anders geht's halt nicht. Also ich kann die ja nicht vorher jetzt holen. Die passt in keines unserer Autos. Hätte auch nicht in dieses Blaue gepasst, in diesen, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals gezeigt hatte, was wir da hatten, so ein Toyota Pro Ace, der war wie so ein Caddy von der Größe. Moment. Ich hole mir erstmal meinen Kaffee, weil den konnte ich mir easy peasy hinten mit der Tassimo-Maschine noch kochen. Ich hätte auch die andere Maschine nehmen können, aber für eine Person lohnt sich das nicht. Genau, und die Arbeitsplatte muss halt zwingend morgen geholt werden. Aber ich will halt heute erstmal gucken, ob es die auch wirklich gibt, die wir haben wollen. Also wir wollen dieselbe, die wir jetzt hatten, so eine matt-schwarze, aber ein bisschen tiefer auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wo wir es nicht so tief haben wollen, da nehmen wir einfach ein Stück von der, die noch da ist. Deswegen haben wir die auch gestern ganz ordentlich heile abgemacht und so. Genau, wenn die noch da ist, dann will ich halt fragen, ob die mir die jetzt schon schneiden können und ich die einfach nur morgen früh abhole. Das geht halt am schnellsten, das wäre mir am liebsten. Ich kann es auch gleich bezahlen, ist mir kein, also wirklich ist es kein Ding. Zumal man bei Bauhaus gibt es auch so eine Abholarena oder wie das heißt. Das heißt, du fährst da mit einem großen Transporter rein und kannst dir die Sachen direkt ins Auto laden oder laden lassen. Das wäre halt super, weil dann müsste ich wirklich nur da reinfahren und das Ding halt einladen mit Tim zusammen. Der muss dann morgen früh auch dahin kommen, direkt von der Arbeit aus, weil es mir zu schwer ist. Selbst wenn ich den Transporter heute schon hätte, kriege ich nicht eine über 2 Meter lange Arbeitsplatte alleine weg. Also ich habe schon dieses kleine Stück hier, 1,70 Meter oder was, nicht weggekriegt. Das war wohl eher nichts. Ich war gerade im Bauhaus, wo wir unsere Arbeitsplatte gekauft haben. Dieses eine Stück, was ich halt auch noch weiter verwenden wollte. Es gibt unsere Arbeitsplatte scheinbar nicht mehr oder jetzt gerade nicht, aber eigentlich brauchen wir die morgen früh 8.30 Uhr. Deswegen wird es jetzt halt eine komplett andere Arbeitsplatte. Und wir können auch dieses eine Stück, was wir zu Hause haben, nicht mehr verwenden. Das nervt mich alles sehr tierisch, weil wir wollten matt-schwarz beibehalten, so wie die Küche auch ist. Und es passt auch perfekt zu den Küchenschränken. Selbst wenn ich jetzt eine andere matt-schwarze kaufe, heißt es nicht, dass die perfekt dazu passt. Das ist übel doof. Möchtest du was trinken? Ja, jetzt ist so ein bisschen, also ich habe die anderen Arbeitsplatten, die auch noch okay wären, was eigentlich nur eine wäre, nämlich Hochglanzweiß, was wir in der vorherigen Küche hatten. Die habe ich fotografiert, obwohl ich weiß, wie sie aussieht. Aber ansonsten gibt es hier nicht so viel Schönes. Deswegen fahren wir jetzt zu Hornbach. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Hauptumzugstag ist da. Es ist 5.56 Uhr. Karl und ich müssen gleich los. Ja, ich habe mich nochmal super gut strukturiert. Ich bringe jetzt schnell Karl weg, dann bringe ich mein Auto hierher, dann hole ich den Transporter, dann kaufe ich eine Arbeitsplatte, dann fahre ich mit dem Transporter hierher und dann geht's los. Und dann ist es gerade mal erst um 10, obwohl ich in der Zeit schon so viel geschafft habe. Ja, freust du dich? Ja. Karl war auch überzeitig wach. Ich glaube, er weiß, dass heute was los ist. Dabei habe ich echt leise gemacht heute früh. So, ich mache mich jetzt noch fertig. 10 Uhr, ich bin zu Hause und sonst niemand. Also, wir haben uns im Baumarkt ein Stückchen länger gedauert, aber wir haben Flexibilität in unseren Plänen. Übrigens habe ich einen richtig schicken Eisbrecherbecher vom Konzert diese Woche. Ja, ich habe keinen Parkplatz vor der Tür gefunden, war klar.
aber in der Nähe, und ich kann das ja jetzt auch sagen, weil im Endeffekt, ich habe auch schon ein bisschen aus dem Fenster gefilmt, und wenn das Video hier online kommt, dann sind wir schon umgezogen, dann ist es auch scheißegal, wenn jetzt irgendjemand sich was zusammenreimt, wo wir hier gewohnt haben. Ich habe hier bei einer Kirche angerufen, also das ist nicht so eine Kirche, sondern eine Gemeinde, und habe die gefragt, ob ich vor ihrer Tür parken kann, Vormittag, weil heute ist Dienstag und da wird jetzt nicht so der Massenansturm sein, und die haben gesagt, ich darf vor ihrer Tür parken. Deswegen habe ich mich jetzt dorthin gestellt. Oh, ich bin richtig im Stress. Habe dort geparkt. Der Mi, den habe ich heute früh rausgestellt. Also ich war ja mit dem noch unterwegs heute früh. Und vor und hinter dem ist jetzt so viel Platz, dass eigentlich kein ganzes Auto mehr reinpasst. Ich habe den extra jetzt gerade mal richtig scheiße geparkt. Und hoffe, dass dieses davor und dahinter nachher immer noch frei ist und sich nicht da irgendwie ein Smart reingestellt hat oder so. Und dann müsste die Parklücke eigentlich groß genug sein für das Zebra, hoffentlich. Vorsicht! Stopp! Hast du gar nicht, was wäre denn nur? Also ich komme hier nicht weiter wegen dieser Leiste.